Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ticket Light. Wir machen jetzt unsere ersten richtig coolen Tools, wobei mir fällt gerade auf. Dazu müssen wir irgendwie ein bisschen gießen. Obwohl, wir können wir auch stanzen? Ich glaube fast nicht, oder? Ich bin mir gerade nicht so sicher, das probieren wir doch glatt mal. Wow! Probieren wir doch glatt mal aus. Ja, jetzt brauchen wir einzelne Teile, weil ja unbedingt der Creeper hier alles in die Luft sprengen musste. Ich bin immer noch sauer. Aber ich bin mir fast sicher, dass es nicht funktionieren wird. Stone? Nein, wir wollen kein Stone Rod. Wir wollen... Und? Steel Shovel Head. Okay, doch, das geht. Das ist okay. Gut. Ja, ich überlege gerade... Was brauchen wir nochmal? Also ich mache jetzt erstmal die Schaufel. Wenn wir jetzt schon mal gerade einen Schaufelkopf gemacht haben, machen wir doch mal eben noch den Rest. Ach, ich kann ja... Na, husch weg. Ich kann ja nicht hier... Nein, da gucken. Schaufel. Schaufel und Sticky Stick. Aber den Sticky Stick, den müssen wir gießen. Ja, und zwar... Dann... Das sind fertige... Ups. Dann geht der Pilz her. Naja. Ist auch egal. Dann tue ich nochmal ein so ein Ding dazu. Obwohl, nee, wir machen es anders. Wir lassen erst die beiden Blöcke hier rauslaufen. Und dann packen wir erst noch das letzte rein. Und machen daraus dann unsere Stangen. Können wir direkt 4 Stück machen, glaube ich. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. So, dann schmelze ich die direkt schon mal ein. Ja. So. Zack. Was mich jetzt gerade interessiert, gibt es denn jetzt auch diese... Moment, machen wir mal einfach nur Chests. Chests. Oh ja. Aha, aha. So, so. Schauen wir mal kurz. Also, was haben wir denn hier alles? Wir haben die Reinforced Iron Chest, Gold, Diamond, Emerald, Copper, Tin, Silver, Zink. Zink? Okay. Trap Chest. Reinforced Iron Chest. Brauchen wir dafür auch wieder so einen Iron Block? Ja. Okay, den kriegen wir aber so hin. Das wäre vielleicht eine richtig coole erste Variante, wie wir Eisen gut benutzen können, weiterhin. Außer Stahl draus machen. Um Kisten zu machen, die größer sind. Das wäre natürlich richtig cool. Und noch eine Stange. Ist es leer? Nein, noch nicht. Okay. Ich wusste gar nicht, dass man da so viel rauskriegt. Kann nicht schaden, obwohl. Jetzt langsam mal gut hier. Hab ich die gerade Anzahl? Nein. Jetzt ist es aber leer. Nein? Meine Güte. Das ist aber wirklich viel. Können wir noch ein Ingot raus? Ja, Tatsache. Aus... Wow. Was? Okay. Wie viel habe ich denn da reingetan? Das wird eigentlich gleich leer sein. Was? Hä? Ist das jetzt gerade ein Bug oder ist das wirklich so? Ich bin mir da jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, wir haben den ersten Bug entdeckt. Unendlicher Stahl. Oder? Nee, jetzt ist es vorbei. Hä? Habe ich echt so viel reingetan? Das verwirrt mich. Oh, ich kann das da liegen lassen. Der ist noch nicht reinforced. Erstmal die 9 für den Block. So. Machen wir schon mal weiter. Jetzt haben wir ja unsere Sticky Sticks. Und daraus machen wir jetzt die Schaufel.
Nein, die basteln wir hier, genau, hier zusammen. Schaufelkopf und Schaufelstiel. Eine Eisenschaufel doppelt reforged halt. So, und die, da brauchen wir jetzt erstmal Stuff. Nicht den Stuff, sondern den Stuff. Ein bisschen Redstone, einen Diamanten, danke. Und Moststone, wo ist mein Moststone? Ist der hier? Ja, der ist hier drin. Und Moststone. So, wie das Ganze funktioniert. Es funktioniert so, man tut dieses modifizierte Dingsbumsi hier in diesen Slot. Und dann sieht man direkt, was es hat. Es hat eine Durability von fast 1000. Macht 2,5 Herzen Schaden und ein Mining Speed von 8. Ich glaube, das ist das Höchste. Und kann bis zu Kobalt abschaufeln. Wobei natürlich eine Schaufel kein Kobalt abbauen kann. Modifiers Remaining 3. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal erklärt. Dass man halt jetzt hier 3 Modifikationen drauf tun kann. Man kann natürlich auch erweitern mit teurem Zeugs. Zum Beispiel einem Diamanten und einem Goldblock zusammen ergibt eine weitere Modifikation, die man auf so ein Gerät drauf tun kann. Und wir machen jetzt zack. Ein Diamant Upgrade. Durability plus 500. So, jetzt kommt der Mega-Clou. Und zwar Most. Most ist richtig cool. Auto-Repair. Richtig cool. Das heißt, das ist jetzt unsere Schaufel für immer. Mhm. Und damit sie noch richtig cool und schnell arbeitet. Obwohl, lohnt sich das überhaupt? Ich überlege gerade. Ich glaube, da nehmen wir doch lieber was anderes, weil ich glaube, 8 ist schon wirklich, wirklich schnell. Es ist schon wieder dunkel draußen. Ja, gerade dunkel geworden. Das probieren wir gleich mal aus, wie schnell das wirklich ist. Denn ich glaube, das lohnt sich erst wirklich auf Spitzhacken. Und vielleicht Äxte, weil Äxte sind ja sowieso Tree Capitator geprägt. Und das ist dann nicht so, ne? Ja, das ist schon richtig schnell. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt noch schneller. Können wir gleich mal hier Sand abbauen, das ist sogar richtig praktisch. So, ihr seht ja, ne, hier, der Balken, sie ist etwas kaputt gegangen. Und ihr werdet gleich sehen, im Sonnenlicht ist es vor allem sehr stark. Ladidadida. Gehen wir ein bisschen spazieren. Naja, auf jeden Fall, diese Dinger reparieren sich automatisch von ganz alleine. Das ist richtig cool, das heißt, man braucht eigentlich, ne, nichts mehr selber neu herstellen. Eins von jedem reicht, es sei denn, man stirbt, verreckt irgendwo und nirgendwo und verliert sein Stuff. Das wäre natürlich sehr uncool, wird mir garantiert passieren. Und deswegen ist, ich liebe es einfach, das ist super cool. Richtig, richtig cool. Ja. So, was macht unsere gekochte Stahl... Brühe. Zack. Und daraus braucht es keine Schaufelhead zu machen, aber eine Axt und ein Dingens. Lasst mich alle in Ruhe. So. Das tun wir jetzt mal weg und das hier hin dafür. Und den brauchen wir gerade nicht. So. Einmal leer. Oh. Ah, stimmt, ich habe erst den Block gemacht. Ich vergaß. Entschuldigung. So, ich glaube, wir können... Nee, können wir nicht. Stanzen können wir das Zeug nicht. Wir müssen es, glaube ich, gießen. Aber wir haben ja noch Moss Stone. Den können wir mal eben weiterverarbeiten. Zu unserem Mooszeug. Doch prima, nicht wahr? So. Zack, das kann hier hin. Ja, super, ne? Ja, jetzt muss ich nur mal gucken, wo ich denn am besten möglichst viel Sand herbekomme. Was sagt denn die Karte dazu? Die Karte sagt, keine Wüste in der Nähe. Tja. Oh, was ist das denn? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Wo kommt das denn her? Wow. Das ist, glaube ich, neu. So frisch geladen irgendwie. Interessant, interessant. Bei Gelegenheit müssen wir da mal hinreisen. Das ist ja wirklich so hochinteressant. Wow. Sieht
aus wie so eine riesengroße Burg, so ein Märchenschloss ist es wahrscheinlich auch. Aber jetzt nicht vom Thema ablenken lassen, wir brauchen Sand. Da wäre Sand. Halt am Fluss da ist ein bisschen Sand, da ist ein bisschen Sand. Ich glaube, wir werden mal dahin gehen und ein bisschen Sand besorgen. Aber jetzt heißt es erstmal natürlich unsere Werkzeuge hier machen. Können wir jetzt mal... Dankeschön. So, einmal eine Spitzhacke. Und einmal eine Axt. Und den Rest gibt es im Ingotform. Zack. Und die Formen lassen wir direkt wieder hier. Die brauchen wir jetzt nicht mitnehmen. Okay, dann basteln wir uns jetzt mal den Rest. Hier. Okay, also eine Axt. Ein Axtkopf, ein Stielchen und eine Spitzhacke. Ach genau, da brauche ich so ein Binding-Dingsbums. Habe ich noch so ein leeres Tool? Weiß ich gerade nicht, aber ich habe ja Gold. Von daher kann ich mir auch eben eins machen, wenn es nötig ist. Ich glaube, das ist es sogar, ja. Gut, dann machen wir das. Dann werten wir so lange schon mal unsere Axt auf. Und was ich auch sehr cool finde, ist, dass sie sich halt im Aussehen verändern, wenn man jetzt da die aufwertet. Das finde ich auch super, super detailreich gemacht. Also ehrlich, wie gesagt, ich bin einfach nur begeistert von diesem Mod. Von diesen Mods generell, von diesem Modpack, von einfach von allem. Es ist wunderschön. Muss ich schon sagen. Most. Übrigens da, die Schaufel ist wieder voll. Okay, einmal Most. Und einen Diamanten. So. Sehen die nicht süß aus? Auch ich finde sie so klasse, echt. Flickert zwar ein bisschen, aber ich finde es einfach so niedlich. Ich meine, ach, ist das nicht süß? Ja, ich finde hier einfach alles süß. Na und, lass mich. Ich bin ein Mädchen. Ich darf es alles süß finden. Manu. So. Wie, das reicht nicht? Willst du mich verarschen? Dann eben 2 Gold. Auch noch hier wählerisch und so. Ich fasse es nicht. Ja, wir sollten gleich mal neue Labe besorgen gehen. So. Ich könnte jetzt mal gucken, was habe ich hier? Stahl, aber ich glaube, wir machen nochmal einen Zinn gleich. Ein Zinnblock. Hasset. Ach, in der Zeit trinke ich mal eben einen Schluck, ne? Auf die Schönheit. Ja, ich trinke immer noch Energy. Um für euch diese wunderschönen Aufnahmen zu machen. Ich habe wieder so ein Aufnahmepaket. Weil ich mache gerne das, ja. Ich habe 2 Tage in der Woche, an denen ich aufnehme. Einfach zeitorganisatorisch, weil wenn ich jeden Tag was aufnehme, das ist insgesamt mehr Aufwand, als wenn ich quasi alles auf ja, 2 Häufchen verteilt aufnehme. Ja, das ist einfach besser für meine Zeitplanung, weil ich habe auch nicht unendlich ewig viel Zeit. Ich arbeite, ich habe noch anderweitig zu tun. Und deswegen ist es schon nötig, Toolbinding, ja, dass ich ja meine Zeit möglichst optimal irgendwie zusammenfasse. Deswegen kann ich auch, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt oder Anregungen, auch nicht direkt drauf eingehen. Ja, einfach aus dem Grund, weil ne, ich in Paketchen aufnehme und es immer schwierig ist. Aber das tue ich natürlich so gut wie es geht berücksichtigen, was ihr mir so schreibt und sagt. Ja, weil eure Meinung ist mir wirklich sehr wichtig, muss ich schon sagen, ja. Sonst, ne, würde ich das ja alles hier nicht machen. Ist ja nicht nur für mich, weil ich so toll finde, mich reden zu hören. Nein, es ist für euch. Weil ihr Spaß dran habt, mir zuzugucken. Und jetzt sollte ich mal aufhören, hier ständig in die Kissen zu gucken. Was ich eigentlich machen wollte, war gleich den Zinn wieder einschmelzen. Genau. Ah, warten wir nochmal eben, trinken wir nochmal eben einen Schluck. Auf die Schönheit, ne?
So, aber hey. Heute waren wir mal richtig produktiv. Und haben schon mal unsere Sachen gemacht. Und ich mach mal eben in der Zwischenzeit ein bisschen Zaun. Weil wegen der Creeper, ne? Hab ich hier noch Holz? Da ist noch Holz. Warum haben wir eigentlich das? Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Fragt mich nicht. Ich weiß es nicht. So. Zack. Und halt. Kann ich jetzt hier was draus machen? Redwood Planks, Giant Sequoia. Aha. Oh. Sehr interessant. So. Ich hoffe, damit kann ich arbeiten. Wenn nicht, wäre das blöd. Gucken wir mal, wie viel machen wir denn? 1, 2. Ja, doch, das ist okay. Oh. Sticks. Andere Sticks. So. Sehr interessant. Sehr interessant, ja. Ah. Ist es gut, die hier so drüber zu machen? Ach ja, was du willst. Ich meine, ja, das ist okay. Was hatte ich jetzt gemacht hier? Ach genau, die Bindings. Die Bindings. Ja, 2 Bindings raus. Ja, ne? Bestimmt. Ja. So, Binding kommt hier wieder rein. Okay, dann können wir jetzt direkt die Axt machen, die Spitzhacke machen. Dann haben wir das schon mal gemacht. Man könnte sich ja auch für Dungeon Experience und so weiter sich ja ein Schwert daraus bauen. Allerdings sind keine dieser Schwerter also nicht so effektiv wie Diamantschwerter. Und da wir ja Diamant ja hier finden ohne Ende und wir ja durch einen Amboss die Diamanten quasi, also die Verzauberung, wenn wir welche haben, auch wieder übernehmen können auf eine neue Spitzhacke, ist das alles kein Problem und XP kriegen wir auch ohne Ende. Und von daher ist es immer noch sinnvoller, Diamantschwerter zu benutzen, als sich jetzt hier so ein Megatool zu basteln. So, ich brauche wieder einen Diamanten. Nein, falsche Kiste. Unos Diamantos und eine Unos Mossos. Mossos. Oh ja. Einmal zack. Und einmal Mossi Mossi. Die sehen so süß aus, als wenn die irgendwie so ein... Keine Ahnung, was bei sich hätten. Gut, dann kann ich jetzt... Obwohl, das möchte ich gerne noch aufbrauchen. Die brauche ich dann nicht mehr. Das brauche ich auch nicht. Ja. Machen wir mal so. So und so. Ja. Aufräumen. Halt, die Loks, die braucht man noch. Jetzt, genau, wollen wir nämlich wieder Blöcke schmelzen. Und zwar müssen wir gleich Lava holen. Und nein, das passt nicht. So, zack. Lassen wir die wieder schön alle einschmelzen und guck mal, da ist sogar ein Fehler. Naja, ist ja nicht so schlimm, sieht trotzdem cool aus. Egal, was sie sagen, es sieht cool aus. Okay. Jetzt haben wir Tools, die wir nicht mehr brauchen. Das sieht irgendwie witzig aus. Ich glaube, die tun wir als Verzierung benutzen. Huch, komm zurück. In unserem tollen Regal. Ja. Zack. Wunderbar. Wir können ja alles irgendwie benutzen, ne? So, das kommt hier rüber. Da, wo es auch eigentlich hingehört. Oh, jetzt ist ein bisschen Platzproblem hier. Wegen diesem blöden... Ne? Dann baue ich mal eben ein neues. Sagt die Uhr. Oh je, die Uhr sagt, ist gleich schon wieder soweit. Jetzt bauen wir noch mal eben schnell die Kiste. Das machen wir jetzt noch eben. Eben fix die Kiste bauen.
oder die zwei Kisten, die ich jetzt vorhabe zu bauen, können wir dann nach und nach aufstocken mit Sachen, die wir so finden und auf Anhieb nicht unbedingt so mega viel brauchen, wie eben dieses Zinn. Weil ich habe jetzt auch nichts, hatte ich jetzt gerade irgendwas gefunden, was... Was? Nee, oh, falsch. Nehmen wir Zinn. Zinn, Ingot. Ja, das war's, glaube ich. Na genau, mehr konnte man daraus nicht machen. Reicht für mich völlig aus, muss ich sagen. Und die Lava reicht immer noch. Meine Güte, das ist aber, hält aber auch echt gut. So, die Kisten nehmen wir mit. Kann man direkt weiter benutzen. Und so. Halt, jetzt kommt in die Mitte. Das kommt hier hin und hier kommen die Loks. Zack. So, jetzt ist die Frage, verbinden die sich? Wow. Achso, das waren die Dingens. Wow, ja. Super. Das ist doch klasse. So. Das kommt da rein. Das und das und das. Alles Wichtige. Das ist nicht so wichtig, das ist wichtig. Das und das und das. Diese Tools tun wir vorne rein. Ach nee. Ich muss noch die Kiste da vorne bauen. Ja, das, egal, machen wir beim nächsten Mal. Denn nehmt euch ein Abo und bis zum nächsten Mal.